Hallo miteinander. Heute ist ja auf dem Programm etwas Nützliches. Dann habe ich gedacht, ich zeige mal DuckDuckGo. Und zwar ist da ein Projekt, eine Suchmaschine, die Google Konkurrenz machen sollte. Wenn man Google will, irgendwie ein Monopol ein bisschen streitig machen, also halt den Markt ihnen ein wenig abnehmen, weil die haben ja irgendwie 80% Marktanteil bei Internetsuchen. Dann kann man gerne auf DuckDuckGo wechseln. Und zwar ist der recht ähnlich wie Google, hat teils sogar mehr Funktionen, aber ja, eigentlich sehr vergleichbar. Man findet auch ziemlich alles, wie bei Google. Also ich habe eine Weile lang gedacht, ja, ich nutze jetzt DuckDuckGo. Wenn ich etwas nicht finde, kann ich immer noch googlen. Das habe ich jetzt gemacht und wenn ich aber nichts gefunden habe, dann habe ich googelt und Google hat auch nichts gefunden. Also das ist ziemlich cool. Ich zeige jetzt gerade mal die paar wichtigsten Funktionen, die man so hat. Also man kann da zum Beispiel eine Ortschaft eingeben und Map dahinter und dann kommen da Karten. Das ist OpenStreetMap, das ist auch eine Alternative zu Google Maps. Hat eine bessere Strassenabdeckung, also die Karten sind präziser wie von Google, aber halt kein Street View. Ich glaube auch keine Satelliten, jedenfalls nicht so gut wie Google. Aber jedes kleine Wegli ist eingezeichnet mit gut angeschriebener Legende. Also bei Google gibt es ja irgendwie einfach die Dicke von der Linie und dann ist fertig. Viel mehr kann man gar nicht einstellen. Also kann man gar nicht anschauen. Und das ist da besser. Dann kann man da Atlas wählen und unten kommen dann die Suchergebnisse noch. Ja. Und es sind sinnvoll, oder? Also es ist Search, Local, und dann nochmal Maps und dann kommt dann auf einmal Atlasville die richtige Seite. Ja, das sind irgendwie TripAdvisor, das sind wirklich sinnvolle Reihenfolge von Ergebnissen. Dann, was es noch gibt, sind Bildersuche. Und ja, das ist auch ganz okay. Mit Bilder muss ich sagen, dort ist Google noch einiges voraus. Man kann da viel mehr einstellen, anstatt nur die Größe und so. Und es findet auch einfach schlichtweg mehr. Ja. Das ist halt so. Dann kann man da noch, hat man immer Zeug zum Auswählen. Also man kann Stock, das ist eine Aktie. Das ist irgendeine Aktie, die ETH heisst. Videos, dann findet man hoffentlich Videos. Ja, ETH ist halt ein allgemeiner Begriff. Und dann alle verschiedenen Bedeutungen da. Ja. ETH Zürich und dann auch mal noch. Dann eben, wie gesagt, kann man Aktien anschauen. Und dann schaut da gerade von wo das es haben. Man kann nicht nur Aktien, man kann zum Beispiel auch Bitcoin. Und dann kommt auch gerade, wie viel ist es wert? 450 Stutz gerade. Du bist gerade sehr am Steigen. Ja. Wenn man auch als Videos suchen, dort ist Google auch noch einiges voraus. Bei Videosuche würde ich sogar Bing, also Microsoft-Variante, empfehlen. Aber ja, aber es hat auch ein paar Videos. Ja. Das ist okay. Und unten kommt dann aber halt sinnvolle normale Suchergebnisse. YouTube. Und für Funny Cat Videos ist noch gut, dass ziemlich oben funnycatvideos.net kommt. Wieder YouTube Dailymotion. Ja. Sinnvolle Reihenfolge. Dann, was man auch kann, ist Musik. Man kann dann nach Musik suchen und dann kommen ein paar Musikvorschläge und unten dann wieder halt Suchergebnisse. Ja. Und was habe ich noch? Ja, genau. Und dann kann man DuckDuckGo selber brauchen, um andere Suchmaschinen oder so benutzen. Also wenn man zum Beispiel Ausrufezeichen G macht, dann kann man mit Google suchen. Also wenn ich Ausrufezeichen G und jetzt irgendwie Ali X
Sie gibt, dann kommt man auf Google. Google. Aber da encrypted.google.com, also es ist mindestens DuckDuckGo behauptet, ist anonymisiert. Also Google sollte jetzt nicht wissen, dass ich da bin oder sucht. Ist ein bisschen lächerlich, weil ich bin mit Google gerade eingeloggt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber er ist eine gute, coole Sache. Man kann also über DuckDuckGo alle anderen Suchmaschinen abbrauchen. Also man kann auch andere Sachen, man kann man sieht es dann auf einmal. Da bringt er gerade Vorschläge. Amazon, Bing, Google Maps, Film, eBay, Wikipedia, Reddit, alles. Oder YouTube. Und dann auch wieder und dann dahinter. Okay. Und dann geht er direkt auf YouTube und sucht nach Katzen. Ja. Das wäre da gewesen. Nützlich. Ich hoffe, ihr könnt es brauchen.